Grundsätzlich sollte die Wirtschaftspolitik den Leistungsbilanzsaldo erst gar nicht zur Zielgröße erheben. Zum einen ist unklar, was überhaupt die Bestimmungsgründe sind und noch unklarer ist, ob damit überhaupt etwas Schädliches angerichtet wird. Weder im Inland noch im Ausland kann das wirklich klar nachvollzogen werden. Das heißt, was immer hier an Vorschlägen im Raum steht, an Empfehlungen für die Wirtschaftspolitik, diese Maßnahmen müssen für sich stehen und sich für sich rechtfertigen können, ob sie sinnvoll sind oder nicht, ganz unabhängig davon, was sie mit dem Leistungsbilanzsaldo machen.